Technische Galerie kommt zu Ihnen. Ein Mann, der in der Geschichte dieser Institution eine ganz herausragend wichtige Rolle spielt, selbst Maler und Künstler, wie unschwer zu erkennen an den Attributen, nämlich der Mappe und dem Graphitstift in seiner Halterung, Josef Rosa, Landschaftsmaler, der seine prägenden Jahre in Dresden am Hofe des Kurfürsten verlebt, wo er mit großformatigen Landschaftsdarstellungen mit Veduten bereits reüsiert. Und von dort holt ihn Maria Theresia, die Erzherzogin, Herrscherin dieses Reiches des Hauses Habsburg, nach Wien und beauftragt ihn für ihre neue Sommerresidenz für Schloss Schönbrunn, ein Bilderensemble zu fertigen, das heute unter der Bezeichnung der drei Rosa-Zimmer firmiert und Bekanntheit bekommen hat. 15 Landschaftsdarstellungen werden von Josef Rosa für die Herrscherin gefertigt und Maria Theresia ist so zufrieden und angetan von dem Ergebnis, dass sie den Künstler bedankt, indem sie ihn zum Professor an der Akademie der Bildenden Künste macht und, für uns heute noch bedeutsamer, er wird erster Galeriedirektor einer neuen Institution. Maria Theresia und ihr ältester Sohn, der mit ihr gemeinsam regiert, Josef II., begründen eine neue höfische Galerie im Gebäude des oberen Belvedere. Dass Maria Theresia 1752 von der einzigen überlebenden Nachfahrin Prinz Eugens von Savoyen, der 1736 in seinem sogenannten Winterpalais in der Himmelpfortgasse verstorben war und Anna Victoria von Savoyen verscherbelt nun alles, was dieser Onkel in Wien, der reichste Europäer im Laufe seines Lebens, schaffen hat lassen, all die Paläste vollgestopft mit Kunst. Maria Theresia und Josef II. Werden dieses leerstehende Gebäude, diesen Gartenpavillon, einer neuen Nutzung zuführen, indem sie die höfische Galerie, die sich bis dahin in der Stallburg, also im Erdgeschoss, die Pferde und darüber die Tafelbilder, Skulpturen und alles andere an Kunsthervorbringungen, die das Haus Habsburg über Jahrhunderte hinweg zusammengetragen hat, so werden sie dem höfischen Publikum präsentiert. Die Idee soll Josef II. In die Welt gebracht haben, diese grandiose habsburgische Sammlung aus der Stallburg in das leerstehende Gebäude, den Gartenpavillon auf der Anhöhe dieser Gartenanlage transferieren zu lassen, um ein neues Museum im modernen Sinne zu kreieren. Das Herausragende ist nämlich, an drei Tagen in der Woche sollen nun auch die einfachen Leute, das gemeine Volk, Zutritt bekommen, ohne einen Obolus an den Galeriedirektor abführen zu müssen. Und das ist er nun, der neue Galeriedirektor, Josef Rosa, der Ältere, porträtiert als Künstler von seinem Malerkollegen Martin Knoller, ein wichtiger Freskant, der ebenfalls in Wien an der Akademie der Bildenden Künste studiert hatte. Josef Rosa wird Herausragendes leisten, indem er nämlich die Tafelbilder und Skulpturen der höfischen Sammlung vollkommen neu ordnet und präsentiert. Nicht mehr wie bis dahin üblich an den Höfen, an den europäischen, nach Provenienz, also die Kunst der Altdeutschen, der Flamen, der Niederländer und besonders geschätzt der Italiener, so wie es auch August der Starke in Dresden einst hielt. Nein, Josef Rosa wird nach stilistischen Grundsätzen und Verwandtschaften die Werke sichtbar und erlebbar machen, so wie heute im Grunde genommen die Kunsthistorie funktioniert. Also man könnte überspitzt formulieren, der Begründer der modernen Kunstgeschichte. Maria Theresia hält sich abseits des Wiener Hofes aus und dies nutzt nun ihr Gemahl
Franz I. Stephan von Lothringen, um in der Abwesenheit seiner Gemahlin Josef Rosa aus seiner Funktion rauszuwerfen und an seiner Statt den aus Basel nach Wien geholten Christian von Mechel einzusetzen, ein neuer Galeriedirektor. Und dieser Christian von Mechel verfasst nun sehr schlau, sehr klug und weise ein sogenanntes Galeriewerk, also der Fremdenführer des Barock des 18. Jahrhunderts. Die Vertreter des Hochadels und des sehr, sehr reichen Bürgertums, die als junge Männer die Grand Tour, also ihre Reise durch Österreich absolvieren, um sich mit der Kunst und Kultur Europas vertraut zu machen, lesen in diesem Galeriewerk, was sie alles erwarten wird in den höfischen Galerien der einzelnen Länder. Christian von Mechel dokumentiert damit, in welcher Anordnung die Werke präsentiert werden und wird über Jahrhunderte hinweg als Urheber dieser epochalen Neuschreibung der Kunstpräsentation gelten. Bis vor wenigen Jahren, als sich im Zuge wissenschaftlicher Erforschung herausstellte, es war nicht Christian von Mechel, Josef Rosa hat diesen großen und bedeutsamen Schritt zu verantworten. Maria Theresia kehrt zurück und sorgt für Gerechtigkeit. Sie wird Christian von Mechel, diesen Kunstexperten und international bekannten Kunsthändler aus Basel, der in seinem Showroom die wichtigsten Vertreter der herzöglichen Höfe in Basel bedient, aus seiner Funktion schmeißen und den Josef Rosa wieder einsetzen. Kunstgeschichte, die neu geschrieben wird, von der Herrscherin höchstpersönlich, indirekt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der österreichischen Galerie Belvedere.